So, und damit hallo und willkommen zurück hier bei Mass Effect 2. In der letzten Folge sind wir hier in den Reaper rein. Und jetzt machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Und mach erstmal eine Tür auf. Und was hier gerade rumliegt, na gut, dann doch nicht. Das ist unser Ziel. Das Cerberus-Team hat es also zurückgeholt. Aber wo sind sie? Die werden schon wieder. Einer weniger. Schnell Munition mitnehmen. Noch ein Laptop. Auch mal kurz ein K. Wie wär's denn mit. Wer hat denn Überlastung hier? Volle Deckung! Das wird so ein Event, wenn du dann. Perfekt. Einen getötet. Ups. Wie wär's denn mit der Disruptor-Munition? Hinter uns und unten bleiben. Einige
Dieses Ding ist sowas für Mist. Schuss durch einen. Ist erledigt. Okay, das Ding macht gar nichts. Das Ding macht irgendwie auch keinen Schaden. Wir sind da nicht. Das scheint geklappt zu haben. Shepard, der Geth. Ich denke, wir sollten ihn mitnehmen. Sein Verhalten war seltsam. Ja, den lassen Sie ihn hier. Wir haben schon genug Ärger. Tali hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Geth gefangen genommen hat. Sie kennen das Risiko. Mehr sage ich dazu nicht. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Abmarsch! Ich hoffe, wir haben den jetzt mitgenommen. Durchhalten, Leute! Backbord-Luftschleuse öffnen. Zu Befehl. Wir sind soweit, los! Schauen wir mal, jetzt haben wir einen Geth an Bord. Ah, Entschuldigung, ich musste gerade was trinken. Einen Geth, der reden kann und selbstständig handelt, hatte ich bis dato auch noch nicht gesehen. Wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in Bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere Ihnen, die Belohnung ist erheblich. Ich will das mit ihm reden. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Sei vorsichtig. Ich vertraue Ihnen, Edi. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Warum habe ich denn jetzt schon wieder abtrünnig bekommen? Falsche Seite. Diese Seite. Wir haben doch wieder schönes Zeug bekommen, oder? Genau. 5 von 5. Schrotflinte. Nein, damit. Was haben wir hier Schönes? Und schweres Hautgewebe 3. Schweres Muskelgewebe und rein damit. Und sonst haben wir ja nichts mehr. So, dann würde ich sagen. Lass mich raten, ich habe eine Brille danach. Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard.
muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandie überprüfen. Maschinendeck. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Ich habe noch gar kein Zielort ausgemacht. Hey, Commander, gute Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre das Reaper FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Wie lange dauert das? Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier. Das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Dann gehe ich mal runter zum Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Passen Sie gut drauf auf. Zu Befehl, Commander. Ich wollte doch noch den... Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ich hätte ja Sorge, dass die Reaper FFS irgendwie ein Virus ist, was unser System übernimmt. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandie. Senden? An wen? Oh, Scheiße! Wir verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandie retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt! Oh, wir spielen Joker? Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Noch laufen wir. Scheiße, 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 scheiße. Na, was ist denn hier los, ey? Voll. Die wollen unser Schiff übernehmen, blöden Penner. Mehrere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker! Ihr wimmelt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir. Ich beschütze Sie. Du. Ja, scheint nicht zu klappen. Scheiße! Aber es sind doch noch andere Leute an Bord. Verstehe ich nicht. Wo ist denn Garrison? Offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandie. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld, er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Ja.
Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Aber es müssen doch noch andere Leute von uns auf dem Schiff sein. Die sind doch nicht alle runtergeflogen. Feinde auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Lass ihn mal lieber da erstmal entspannt vorbeiziehen, hm? Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck. Sofort weitergehen, aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, Scheiße. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Das würde uns alle Knochen brechen. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Schicken Sie eine Nachricht an Shepard's Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Nein. Aber danke der Nachfrage. Aber die müssten doch jetzt eigentlich genauso gut wieder hinter uns herspringen können, wenn wir immer noch dieses Signal senden, oder nicht? Oder doch so rein logisch. Weil bis jetzt war ja nicht die Frage davon, dass... Alle? Sie haben alle verloren? Und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox-Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Ich habe gehört, es soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an Ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Wir haben getan, was wir konnten. Es ist jetzt an der Zeit, den Kampf zu den Kollektoren... Na, noch nicht ganz, glaube ich. Ich werde den Befehl in Kürze erteilen. Alle auf Posten und bereithalten. Wunderbar. Es geht wieder los. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn Sie soweit sind, Commander. So. Ja, komm, mach auf die Tür hier. Wir sind nämlich noch nicht so weit. Habe ich beschlossen. Shepard, der Geth funktioniert, ist aber offline. Er befindet sich in der Nähe meines VI-Kerns, falls Sie ihn online bringen möchten. Ja, möchte ich. Wo war denn nochmal dein VI-Kern? Da war, glaube ich, bei Dr. Sakras hinten. Euer, genau. Hier. Hm,
Dann hier raus und dann hier hinter, glaube ich. So, dann hat es auch mal erledigt. So. Achso. Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Das ist hoffentlich nicht notwendig. Komm, geh online. Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Kennen Sie mich? Sie haben an Bord des Reaper meinen Namen gesagt. Kennen wir uns? Wir wissen von Ihnen. Sie meinen, weil ich gegen viele Geth gekämpft habe? Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind Ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet, auf der alten Maschine wiederentdeckt. Wen habe ich Was bekämpft? Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Schutz? Sind die Reaper auch für Sie eine Bedrohung? Ja. Warum sollten Sie andere Maschinen angreifen? Wir sind anders als Sie. Stehen außerhalb Ihrer Pläne. Zukunft? Was für eine Zukunft bauen sich die Geth auf? Unsere. Was ist mit den organischen Wesen? Wird jemand anders durch ihre Handlungen, wie die auch immer aussehen mögen, beeinträchtigt? Nur wenn er sich einmischt. Mhm. Bist du für oder gegen uns? Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Wollen Sie denn zusammen? Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Geth. Ich meinte Sie als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Eieiei. Das geht. Ja, das passt. Bibel der Christen, Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren. Wir erwarten den Datenaustausch. Den Datenaustausch klingt gut. Shepard Commander, wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Was hast du rausgefunden? Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Der Dr. Und warum mussten sie dann zur Leiche des Reaper? Die Heretics speichern den Code in einem Quantenspeichermedium, das die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Um das Virus zu finden und zu zerstören, müssen wir seinen Code und seine Datenspeicherstrukturen verstehen.
Und was sind die Effekte das vom Virus? Das Virus würde also allen Geth die Logik der Heretics verpassen und dann würden alle Geth gegen die organischen Wesen in den Krieg ziehen? Ja. Die Geth glauben, dass jedes intelligente Lebewesen selbstbestimmt sein sollte. Die Heretics glauben das nicht mehr. Sie sind der Ansicht, dass es besser ist, uns eine ungültige Schlussfolgerung aufzuzwingen, als weiterhin mit dieser Spaltung zu existieren. Ich dachte, man könnte Geth nicht hacken oder mit einem Virus infizieren. Wenigstens nicht für länger als ein paar Sekunden. Veränderte Programme werden aus dem Archiv rekonstruiert. Neuinstallationen werden gelöscht. Diese Waffe der Heretics führt zu einem minimalen Fehler in unseren Basis-Runtimes. Das entspricht in etwa ihrem Nervensystem. Eine Gleichung mit dem Ergebnis 1,33382 wird als 1,33381 berechnet. Das verändert die Resultate sämtlicher höherer Prozesse und führt zu anderen Schlussfolgerungen. Der Grund, warum sie die Reaper anbeten, ist also ein Rechenfehler? Das ist schwer zu erklären. Ihr Gehirn funktioniert sowohl chemisch als auch elektrisch. Wie VIs bestehen sie aus Hardware und Software. Wir sind ausschließlich Software. Mathematik. Die Schlussfolgerungen der Heretics sind für sie gültig. Unsere Schlussfolgerungen sind für uns gültig. Keine davon ist an sich ein Fehler. Eine Analogie. Heretics sagen, 1 ist weniger als 2. Geth sagen, 2 ist weniger als 3. Ist beides richtig. Wie schnell breitet sich das Virus? Wie schnell würde sich das Virus bei Ihrem Volk ausbreiten? Wir sind über ULG-Kommunikationsbarken vernetzt. Die meisten würden sich innerhalb eines Tages verändern. Isolierte Plattformen würden unbehelligt bleiben, bis sie wieder im Netzwerk hängen. Okay. Kannst du das Virus wissen finden? Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. In den Terminus-Systemen. Sie bauen Stationen in den Terminus-Systemen? Wo ist dieses Ding? Zwischen den Sternen. Organische Wesen haben keinen Grund, dort nachzusehen. Okay, warum nicht auf Aber warum bauen sie überhaupt Stationen außerhalb des Geth-Gebiets? Die Heretics wollen durch die alten Maschinen verbessert werden. Im Austausch dafür helfen sie ihnen bei Angriffen auf organische Wesen. Wir missbilligen diese Vorgehensweise. Okay. Hast du einen Plan? Wie lautet der Plan, sobald wir an Bord sind? Die Geth werden das feindliche Netzwerk stören und verhindern, dass die Verteidigung der Station sich auf uns konzentrieren kann. Der Reaper-Datenkern ist physisch vom Netzwerk getrennt. Wir brauchen eine Eskorte dorthin, damit wir auf die Daten zugreifen und sie löschen können. Okay. Mit was für Verteidigungssystem müssen wir rechnen? Im All mit keinen. Auf der Station mit mobilen Plattformen unterschiedlicher Konfiguration und mit Verteidigungsgeschützen ohne eigenes Bewusstsein. Wie viele Geth? Es handelt sich um Milliarden individueller Programme. Zum Glück sind die meisten im Zentralcomputer aktiv. Es sind immer nur wenige mobile Plattformen gleichzeitig im Einsatz. Bei Bedarf werden weitere hergestellt. Mehr werden sie aufhalten. Ich werde nicht zulassen, dass ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. So. Das sollte es dann aber auch schon wieder für diese Folge gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bardosch.